gar in der hintersten Ecke bei einem Gläschen Birnenbrand. Da sitzt der alte Professor, der hat noch den Kaiser gekannt. Der sah die stolzen Soldaten zu Ross in den Ersten Weltkrieg ziehen. Der baute mit Barrikaden, erlebte den Aufstand in Berlin. Die Jungen machen sich lustig über diesen steinalten Mann, der dauernd aufs Altersheim schimpft und abends den Weg nicht finden kann. Sie sind so stolz auf ihr Moped, den Helm und die Ledermontur, wenn sie wüssten, dass er vor 50 Jahren schon Harley-Davidson fuhr. Mitunter sieht es so aus, als ob er mit sich selber spricht. Dann argumentiert er mit Karl Marx oder flüstert ein englisches Gedicht. Oder lateinische Grammatik, die Metamorphosen von Ovid. Man glaubt fast, er wäre ein Penner, wenn man ihn da so sitzen sieht. Bleibt ein Pauker, den größten Spinner von der Sien, erklärt er die Unterschiede zwischen seinen und Steiners Theorien. Er weiß, wie die Planeten sich drehen, wie ein Tag fest am anderen klebt. Vielleicht ist es nur ein Versehen, dass er immer